Washington, nur ein Steinwurf vom Weißen Hauses entfernt, steht das prächtige Old Post Office. Vor 120 Jahren im wuchtigen, neoromanischen Stil errichtet, wird es seit einem Jahr von der Trump-Organisation als Luxushotel betrieben. Da die Einnahmen aus dem Gebäudekomplex dem amtierenden Präsidenten unmittelbar zugutekommen, wurde schon mehrfach im Kongress und vor den Gerichten über die demonstrative Verquickung von Politik und Kommerz gestritten. Die Veranstaltungsreihe, zu der in dieser Woche in das Grand Hotel geladen wird, geht allerdings noch einen Schritt weiter. Unter dem Trumpschen Dach blasen umstrittene Aktivisten und Juristen mit Beziehungen bis in den obersten Gerichtshof hinein zum Angriff auf die unabhängigen Medien. Ginny Thomas, Rechtsanwältin und Ehefrau des Bundesverfassungsrichters Clarence Thomas, überreicht einen Medienpreis der konservativen Gruppe United for Purpose ausgerechnet an James Kiffe, einem Aktivisten aus dem Rechtsaußenlager, der in den vergangenen Wochen amerikaweit für Schlagzeilen sorgte. Die Washington Post soll reingelegt werden. Der 33-Jährige, der sich selbst gern als Provokateur beschreibt, die Gruppe Projecete Veritas gründete und mehrfach mit verdeckten Aktionen von sich reden machte, brachte kürzlich selbst gemäßigte Republikaner und Sponsoren der Konservativen gegen sich auf. In Kiffes Auftrag hatte sich eine Frau hilfesuchend an die Washington Post gewandt und vorgegeben, von dem republikanischen Politiker Roy Moore in den 90er Jahren geschwängert worden zu sein. Der Richter aus Alabama strebt zurzeit einen Sitz im US-Senat an und sieht sich seit Wochen schweren Vorwürfen ausgesetzt, vor Jahren minderjährige Frauen sexuell belästigt zu haben. Die vermeintliche Informantin, die sich an die Washington Post wandte, zählt jedoch nicht zu diesem Kreis und wollte ihre Falschbehauptungen nutzen, um die Objektivität der Washingtoner Journalisten zu testen. Mehr noch, erklärtes Ziel der Gruppe Projecete Veritas war es, der Tageszeitung eine Voreingenommenheit zu beweisen, indem sie das Blatt in eine übereilte Berichterstattung locken wollte. Dumm nur, dass die Pseudo-Informantin die Professionalität ihrer Gesprächspartnerin unterschätzte. Die Reporterin Stefanie M.C. Kummen traf sich nicht nur mehrmals mit der ominösen Zuträgerin, sondern überprüfte auch deren Vorgeschichte. Relativ schnell kam M.C. Kummen der Aktivistin auf die Spur und dokumentierte ihrerseits das Geschehen. Trumps Einfluss auf Projecete Veritas nachgewiesen, dass renommierten Medien wie der Washington Post von Aktivisten Fallen gestellt werden, markiert nach Einschätzung vieler Beobachter eine neue Qualität in der politischen Auseinandersetzung. Wie aus den Spendelisten, die öffentlich einsehbar sind, hervorgeht, stiftete die Trump-Organisation allein im Jahr 2015 knapp 10.000 Euro an das Projecete Veritas. Auch hatte sich Trump im Wahlkampf mit Kiffe persönlich getroffen und sein Engagement gelobt. Mit den unseriösen Methoden des Projecete Veritas wollen gemäßigte Konservative in Washington dagegen nicht in Verbindung gebracht werden. So beklagt der einflussreiche Autor Brent Butzel eine Verrohung der Sitten, Kiffe werde dem moralischen Anspruch der Konservativen in Amerika nicht gerecht.